Am Sonntag wurde bei einer Protestdemonstration auf dem Alten Markt in Potsdam ein klares Zeichen gegen rechts gesetzt. Unter den tausenden Teilnehmern war auch Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Außenministerin Annalena Baerbock. Medienberichten zufolge handelte es sich um die größte Demonstration in der brandenburgischen Landeshauptstadt seit mehreren Jahren. Mit dabei auch die Brandenburger Landtagsfraktionschefs von SPD, CDU, Linke und Grüne. Hintergrund für den Aufruf durch den Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD, war ein Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv. Demnach hatten sich im November in Potsdam AfD-Funktionäre mit Rechtsextremen getroffen, um Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Migranten zu erörtern. Dem Bericht zufolge sollen auch zwei CDU-Mitglieder an dem Treffen teilgenommen haben.